Hallo Kinder, wollt ihr wissen, wie Kreis Industries entstanden ist? Na dann passt mal gut auf, ihr Idioten! Im Untergrundlabor, in der Kackerschwengelschlucht, hat ein dicker Mann mit Glatze Genitalien untersucht. Er forscht auch in Muskeln, Nippel und noch vieles mehr. Kein Finger reinzustecken fiel ihm schwer. Das hat man zumindest so hinterher der Versicherung erzählt. Ich sagte, Kreis, steck doch das Ding nicht in den Kloner rein. Doch Kreis sagte, nur Tiere mit Menschen schwängeln müssen sein. Er drückt auf den Knopf und von hier gibt's kein Zurück. Und so entstand Kreis Industries zum Glück. Und das war die Entstehungsgeschichte der besten Firma der Welt. Und jetzt schön liken und abonnieren, ihr Idioten. Du, sag mal, was ist denn das für eine merkwürdige Pfütze vorm Klo? Naja, ich hatte hier so ein Neuronoronarovirus, ne? Habe ich mir aber... Neuronoronarovirus? Ja, wir forschen da gerade dran. Ich habe ihn selber probiert, weil wieder keiner wollte, ne? Wir sind wieder alle so, du musst auch mal ein bisschen auf die Leute achten und so. Wir verlieren ganz viele Mitarbeiter, klar. Ja, klar, natürlich, wenn du den Leuten sowas reinzwängst, das geht doch nicht. Wir sind von 960 Mitarbeiter runter auf 340. Das sind immer noch genug, das sind 340 Probanden. Also Mitarbeiter. Moment mal, Probanden oder Mitarbeiter? Ja, mit Probanden halt, ne? Also ich weiß nicht, also ich mach das ja selber auch, also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ja, aber vielleicht wollen die Leute dann diese komischen neurologischen Seuchenprodukte sich nicht ins Skrotum jagen lassen. Schon mal daran gedacht, was soll das? Ich mach doch nichts, das ist doch ganz normal, machen Menschen halt. Nee, machen sie nicht, ja, Menschen würgen nicht ihre Eingeweide raus, du siehst das irgendwie völlig falsch. Du hast einen echt merkwürdigen Blickwinkel auf die ganze Gesamtsituation. Oh Gott, hast du mal so gesehen? Funktioniert das nicht. Hast du mal gesehen, dass wir die Dings noch gar nicht verwenden dürfen? Oh dear. Die was? Diese Waffen. Die haben ein biometrisches Schloss oder so. Welche Waffen? Das Submachine Gun, die SMG zum Beispiel. Wie, die haben biometrische Schloss? Ich muss erst einem Soldaten den Finger abhacken, damit ich das verwenden darf? Oder wie soll ich das verstehen? Ja, weiß nicht, ich habe das gerade gelesen jetzt zufällig. Du, sag mal, hast du irgendwo mal einen Zeitschriftenständer gesehen? Ein Zeitschriftenständer? Nee, sowas. Ein Zeitschriftenständer. Was ist das schön denn? Dicken Ständerli. Das ist so modernes Zeug. Du schleppst eine Menge Zeug mit dir. Also was bräuchten wir mal, so einen schönen kleinen Ständer. So, guck mal, ich habe jetzt mal dieses Ding hier gebaut. Was kann das? Oh, es ist riesig. Oh dear. Ich schau jetzt mal ganz kurz hin, ich will einfach nur wissen, was es kann. Bitte kannst du versuchen, irgendwo anders hin zu erbrechen. Ich muss ja aber an die Kisten. Alter, was ist das? Was ist das? Transmogrifikator. I have to go right away. Und jetzt? Was passiert da jetzt? Oh. Ach, hier kann ich mich umdesignen. Ach, guck mal. Ach. Ich kann sagen, Ausrüstung soll angezeigt werden oder nicht. Arr, jetzt verstehe ich das. Ja, aber ich finde schon cooler, riesengroß, wenn man die Ausrüstung sieht, die man hat. Ja, so. Schon cooler. Da muss man irgendwie... Da am besten hin. Ne, man ist da irgendwie auch proud drauf. Ja, man ist schon irgendwie stolz. Das Problem ist, ich verhungere die ganze Zeit. Ich verreck an der Strahlung. Ich will jetzt nicht das ganze Essen essen und wieder auskotzen. Nee, weil dann geht doch einfach sterben. Das ist doch eigentlich, im Grunde ist doch egal. Zieh deine Klamotten aus, mach dich nackt. Küsst dem Roboter irgendwie den Penisschlong und dann... Nee, warum ist doch egal. Ich kann alles hier liegen lassen, also dann einfach wieder aufheben. Ich wache im Bett eh wieder auf. Müssen wir jetzt halt oder nur so eine Minute warten, bis ich endlich, weil wir... Soll ich den Schuss geben? Nee. Kann ich auch töten. Ja, dann geht's ja schneller. Dann geht's ja Hast schneller. Hast du alles abgelegt? Warum denn ablegen? Ja, nee, sonst gehen die Sachen kaputt. Ich will dich beschädigen, ja, deswegen. Erstirbst du denn schnell, oder zieht sich das jetzt? 40 Sekunden noch. 40 Sekunden. Ja, ich gehe mal ganz kurz was kontrollieren. Ich muss da mal Kontrollbesuche bei diversen Anlagen machen, ob die noch laufen. Weil hat irgendjemand von Kreis Industry die sogenannte Marshmallow-Forschung betrieben, was keine gute Idee war, denn das bedeutet eigentlich nur, dass man Marshmallows auf Geräte gelegt hat, die warm werden und das Marshmallow schmilzt dann und verklebt das Gerät. Ich weiß nicht, warum man das erforschen muss. Aber Kreis Industry hat dafür übrigens ein Budget von jährlich
1 Milliarde US-Dollar eingeplant. Für was? Marshmallows kosten nicht so viel. Aber Kreis Industry ist sich sicher. Die Welt braucht das. Der Schmelzgrad muss erforscht werden. Mist, ich habe gar keine Munition mehr, sehe ich jetzt erst. Oh, ich brauch einfach so viel mehr Papier. Dreckspapier. So. Was ist denn da drüben in der Balalaika Station 5? Ah, nach so einem Tod geht's einem wieder richtig gut. Tut gut, ne? Verrecken. Ja. Kreis Industry wirbt für den Tod. Am Ende? Verrecken auch sie. Sterben auch sie, bitte. Sterben sie aber so, dass ihre Organe alle noch weiterverwendbar sind. Hier, Containment Block. Da kommen wir mal. Hier waren wir noch gar nicht, nee, oder? Noch Kaffee direkt um die Ecke. Ist zwar Papierfetzen, ja, nehme ich auch mal mit, nicht. Oder? Alter, ich bin im Bereich, wo wir noch nie drin waren. Wie, warum? Das ist mir nämlich, ja, weil wir noch nie auf der unteren Ebene, wenn der Fahrstuhl einfach unten ist, ja, einfach mal auf die andere Seite gelaufen sind. Haben wir noch gar nicht gemacht, wo ich gedacht habe, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Da kam mir die Erkenntnis. Nee, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich bin hier in so einem Strahlenpilzraum und sowas alles. Also, kannst du nachkommen. Ich warte hier auf dich. Also erst aber den normalen Weg bis zum Lift. Ja, einfach zum Lift und dann einfach den Lift gar nicht nach oben fahren, sondern einfach unten mal durchlaufen. So eine ganz verrückte Idee, so einfach auf ganz verrückt, die andere Seite laufen. Das ist natürlich crazy jetzt, ne? Crazy, ne? Das ist verrückt. Die crazy Mother F-Idee. Na, und hier ist noch ein Aufzug und Forschungsschmalz der Marke Balalaika. Bargeld. Tischtelefon, die waren auch wichtig, ne? Für was? Weiß ich nicht mehr, aber irgendwo habe ich letztens alle Tischtelefone, glaube ich, verbraucht. Ja, hier kann ich sogar hacken, Stufe 3. Ich hack das mal. Ja, krass. Alter. Ja. Da geht's heftig weiter. Bin heftig unterwegs, aber ich bin halt nicht so ein Schneller. Oh, Sprinti. Bin ich so ein Schneller, auch kein Heller. Und das ist der weggeschlossene Block, oder was? Ich gehe jetzt einfach geradeaus durch. Hier leben ja noch voll die Tiere. Der geradeaus durch, da läuft ein Ding rum in so einer grünen Pfütze, aber in so einem grünen Tür. Tür, ja, aber die Tür haben wir aufgemacht von der anderen Seite. Das heißt, wir waren hier schon. Eben aufgemacht. Nee, da kamen wir doch schon mal raus, oder nicht? Nein, ich habe die eben gerade gehackt. Echt? Die hier unten, die Eingangstür? Ja, die habe ich eben gerade gehackt. Von innen? Ja, also hier war eine Konsole und da habe ich das Ding gehackt. Hier oben, auf dieser... Ja, aber ich glaube... Ich glaube trotzdem, dass wir hier schon mal waren und es hieß, ging nicht weiter, oder? Nee, wir waren nie hier oben. Hier, das kann ich kann mich an das ja nicht erinnern. Wir waren mal in der Zelle, wo dieses gelbe Zeug war, aber wir waren nie hier. So, aber ist das jetzt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war hier was zu hacken. Die Brücke habe ich gehackt, als ich das Ding hier geöffnet. Mehr gibt's hier aber nicht. Ja, aber hat er nicht gesagt, hier gibt's Event. Oh, hier ist Salz. Und keine Ahnung, ich bin jetzt unten mal durchgelaufen. Unten durch? Könnte der Anschlussblock sein. Ja. Wo ist denn Alter, was ist das denn? Wo ist antike denn? Schrotflinte habe ich gefunden. Ja, aber ich weiß nicht, wo du bist. Unten einfach durch. Es gibt nur einen Weg. Die Tür, die ich aufgehackt habe. Ach so. Ich bin ganz am Anfang. Ja, die Tür, die da. Ah, ja. Das ist ein Ziel. Ja, da steht. Ja. Alter, guck das mal an. Alter. Voll antik. Wieso antik? Die ist doch. Keine Ahnung, ist eine antike Plundergat. Ein ziemlich altes Modell einer Doppelkipplauf-Schrotflinte. Alter, die macht dreimal so viel Schaden wie meine andere. Ich habe dafür keine Munition. Ah doch, hier. Die 12G-Schrotmunition braucht das Ding. Das Problem ist nur, was ist, wenn das Ding kaputt geht?
Dann kann ich es nicht reparieren. Alter. Was ist das? Ich hab's angefasst. Hängender Gravitationswürfel. Hier. Guck mal. Schwerkraftdämpfer. Da kannst du einen Würfel mitbauen. Du musst das Rezept erlernen, hab ich. Ein ungewöhnlicher Würfel, mit dem es sich Menschen ein bisschen leichter fühlen als sonst. Den brauchst du unbedingt. Achso, dann kannst du wahrscheinlich höher hüpfen, gell? Wahrscheinlich. Mal hier hoch kurz. An die Treppen. Ach, guck mal. Ja, hier ist dieses... Mr. Magagu. Mr. Magagu. Mr. Magigu. Mr. Mangu. Dr. Vance, Cascade Facility. When people ask where we found IS-0172, I tell them the truth. It was recovered. Da unten ein Smartphone, Kollege, ein iPhone oder so. Ja, die iPhone-Forschung. The fact that it is by a factor of tens the oldest known manufactured object on the Earth. The Shadow. Nicht rein. From alloys not to be invented for another 1.7 million. Wo steht hier? Guck mal hier, nicht klauen. Nicht den Gral nehmen. Bitte fassen Sie nicht den Gral an. Inner Wing. Boah, ich hab den Inner Wing geöffnet. I have had to secure IS-52 personally, following the latest abuse of containment procedures by staff. Kommen wir denn jetzt aber in den inneren Ring? Auf der anderen Seite ist eine Treppe. Eine Leiter. Ja, hier ist eine Leiter. Floating gently down from the third story of the megalift. The megalift. Der Megalift. While I admit to a light skin. Der wurde extra für deine Mom gebaut. Damit die endlich wieder laufen und aufstehen kann. Damit die mal aus dem Haus kommt, ja. Jetzt ist was? Hier darf man aber nicht schwimmen gehen. Wo müssen wir da reinspringen? Was meinst du? Boah, ich weiß nicht, da steht no swimming, ey. No rimming, dich? No rimming, no, no swimming. Rimmen verboten. Aber da sind so Behälter und so, ne? Und da drüben ist ein großes Loch und. Aber ich, no rimming, ey. Ich weiß es nicht. Sind dann unsere Sachen für immer weg? Aber ich mach mal alles, was ich mag. Trinke ich noch? Soll ich rein? Ich hab schon wieder Strahlenkrankheit, das gibt's doch nicht. Ich hab schon wieder Hunger. Ich trau mich irgendwie da nicht reinzuspringen, aber da drüben könnt's. Geht's ja überhaupt weiter? Hm. Also ich habe das Teleporter-Ding und den Gravitationswürfel in der Tasche. Verspritzen auch, meine Waffen sind auch in der Tasche. Komm, wir gehen erstmal oben gucken, was mit dem Ding offen ist, bevor wir jetzt hier wieder sterben. Das ist halt schon ein krasses Becken mit Gülle. Ja gut, aber ich bin ja vom Dorf, also... Alter, was ist das denn? Hier so ein Schneemann drin. Ist das die Schatten? Wir haben sie konserviert. Also, oben hat da schon irgendwas die Schattenkreatur oder so. Ja, aber das ist doch eindeutig ein Schneemann. Das ist eine Kryokammer, der hat einen Zylinder auf, hat zwei große Kugeln, Stockärmchen, das ist Frosty. My glucose levels are dire. Mein Glukoselevel ist kritisch. Oh, kann man hier was lernen? Nee, leider nicht. Manchmal kann man da was lernen, ne? Aber... Ja. There's one particular thing I've noticed. It seems that the distension of the continuum. Muss mich ganz kurz hinlegen. Hast du was zu essen dabei? Nö. Ich habe auch ein bisschen. Ich hatte vorhin ja Kotzeritis, da habe ich leider alles gegessen. Ich dachte, ich kann überleben, aber. Hm. Dr. Thule, whoa. Oh mein Gott. Was ist los? Hier sind wieder Selbstschussanlagen. Dann komm erst hier lang. Hier ist auch noch was. Das ist ja voll das Röhrenlabyrinth. Sieht gefährlich aus hier drüben. Ja, da blinkt ein rotes Licht. Guck mal hier. Circus. Kruzi. Kruzis. Jura. Was habt ihr hier unten geforscht bei K-Industries?
Ich weiß jetzt nicht jede Kammer. Was? Das ist noch Papier. Hier ist irgendwie so eine Weltallkoralle. Hier muss man hacken. Na, lass mich mal ran. Mundane. Naja, das ist der Mandola-Effekt. Ich glaube, das ist nur eine Abkürzung hier, ne? Ja. Dr. Pendleton and I had a frank exchange of views today. I described IS-055 as a noxious weed. Hier muss doch irgendwo mal wieder so ein Candy-Automat sein. Greif, sonst wird die doch überall verteilt. Nee, nicht wo gearbeitet werden soll. Der will was, Dr. Khan. Dr. Khan? All I wanted was a place to rest a few hours without getting eaten or shot or minced. But I accidentally locked myself in. Er hat da so eine Glocke da hinten. But you'd never know it. I'd very much prefer not to rotten here. So if you could help me out, I'd be extremely grateful. And I can help. I'm confident that I can get us through the vacuum chamber to the surface elevator. In fact, I'm sure of it. If you could just get this door open. Resetting the system in the control center should open these cells and reprogram the guns out there. And if I'm right, it should give us access to the rest of the containment block, too. You just have to get to the control center. In, one piece. Jetzt müssen wir ins Kontrollzentrum. Damit Dr. Khan die Sicherheitsdinger umprogrammiert. Und dann können wir oben hin und können da rein masturbieren. Ja. Guck das an. Das sind wir, aber irgendwie anders. Da hinten ist ein Paralleluniversum. Da hinten ist irgend so ein Paralleluniversum von Dr. Mandosa. Ach ja, Dr. Mandose. Der hat immer sehr gerne Hernurin gespritzt. Verteilt, ja. Aber warte mal. Aber wie kommen wir jetzt in den Control Room? Ist jetzt ohne Strom das Geschütz aus? Nein, nein, ist es nicht. Im Gegenteil, wir haben jetzt noch einen Roboter. Au. I'm dead. Boah, Alter, machst du Schaden, ey. Ja. Eigentlich müsste auch dieses Elektro-Ding gegen ihn ganz gut wirken, oder? Normalerweise müssten die anfälliger sein für Strom. Ich hab meinen... Er hat mich hochgehoben, er nimmt mich mit! Ich hab meinen Helfer! Alter, wo nimmt er dich mit hin? Keine Ahnung! Der nimmt dich mit in den fiesen Bereich! Oh mein Alter, Gott! Was soll das? Oh mein Gott! Oh mein Gott, der ist super intelligent! Jetzt will er mich! Der hält nicht mehr viel aus, den müsstest du eigentlich packen. Boah. Ich verblute hier, also ich bin noch da. Wenn du ihn töten kannst, ich bin aus dem fiesen Bereich. Boah, er ist down, er ist down. Ich komme. Dann lupf mir ab. Before I go. Er hat mich komplett da zerstückeln lassen. Bei mir ist alles gebrochen. Lass ihn looten und dann schlabbern wir uns nach Hause. Dem Trank der Gerechten. So, einmal hier alles mitnehmen. Und dann heimgehen. Prost. Boah, böse. Darauf erstmal eine Limo und eine Anders-Tomate. Die sind nicht schlecht, diese Anders-Tomaten. Die Thomas-Anders-Tomaten. Oh nein, wir haben auch keine Salzsäure mehr, Alter. Uns geht wirklich das ganze, dieses Grundmaterial geht uns irgendwie... Wir müssen halt mal wieder so ein bisschen durch die Gegend grindalen.
caution advised. Da waren auch mehr Beete. Was ist das denn? Was ist passiert? Haben wir noch eine Schiene? Ich wüsste jetzt. Servamus Ade! Boah, Servamus Ade! Was macht der denn jetzt hier? Keine Ahnung, der hat sich rein teleportiert. Boah. Hässlicher Mann. Oh, aber bei mir ist alles zerschunden. Oh mein Gott, die antike Schrotflinte darf man reparieren. Ja gut, das wäre auch mies, wenn man... Warte, ich will dir kurz... Du kannst eine Pistole nicht reparieren. Ja, aber das heißt, Pistolen findet man vielleicht irgendwo. Ja, vielleicht. That's a good point. Was war das wieder für ein Geräusch? Ist das eine Vieh wieder hier, oder... Perhaps I'm getting a little too endothermic. Oh, was haben wir denn hier alles? PC-Teile? Bauen größere Kisten. Das Ding ist, ich habe keine Strahlenmittel mehr. Das heißt, ich werde dann bald wieder anfangen zu kotzen und dann werde ich sterben. Ist das so? Wahrscheinlich! Alter, diese Augenpflanze, wie geht die denn ab? Ja, sag ich ja, das meinte ich. Was ist mit der? Das ekelhafte Ding irgendwie. Die jetzt erst gesehen. My tummy's growling today. Ja, und wo ist Salz, du Arsch? Ey, Mann. Muss doch irgendwo Salz geben. Warum gibt's in der Cafeteria kein Salz? Ich geh jetzt nochmal in die Cafeteria kurz und... Das ist die Küche. Normalerweise... War in der Cafeteria immer ein bisschen Lecksalz. Also auf den Tischen steht nichts rum. Wenn du noch ein Fass findest, nimm das Fass noch mit. Und wenn noch so ein Wasserreiniger, können diese ganzen... warte mal. Boah, hier waren wir ganz am Anfang. Wenn von der Seite... Der Seite geht nichts, aber hier gibt's kein Salz. Ist doch scheiße. Ja. Das ist auch keine... Das ist halt eine Pfanne und so, aber... Ne? So voll dumm, das ist. Wir haben so viele von diesen Ketten. Hast du diesen Materiewürfel noch? Nee. Ja doch, hab ich noch. Gib den mir mal. Ich bin auf Salzsuche unten, aber in der Cafeteria gibt's kein Salz. Wie ein verzweifeltes Reh. Kann man Salz nicht irgendwie gewinnen? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, an Salz ranzukommen. Na, offensichtlich. Deine Schwerkraft hat sie... Oh! Guck mal, wenn ich den in der Hand halte. Krass. Huh? Boah, kommt man so ins Portal? Ja, aber nur einer. Nur einer. Aber vielleicht, wenn ich hier was uns bastel. Davon bräuchten wir mehr, von dem Zeug. Aber erstmal muss ich in diesen Eimer scheißen. Haben wir eigentlich noch Erde? Nee, deswegen kann ich keine Granaten bauen. Wir haben ja wirklich gar nichts mehr. Ist ja richtig kritisch. Ja, ich weiß nicht, wo wir das ganze Zeug herbekommen immer, ne? Das ist immer so... Das ist schwierig, ja.
Papierfetzen für Munition sind auch an sich immer gut. Geh ich mal hier rum. La 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 la. La 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 la. Wo geht das denn? Der Kartoffel haben wir auch nicht mehr, ne? Haben wir auch nie wieder bekommen. Kartoffel. Wofür brauchen wir nochmal Magazine hier? Nehme ich aber mal mit. Daraus kann man Papier gewinnen. Ja, irgendwas und diese Standarddinger reparieren geht damit auch. Deine Schwerkraft hat sich verschoben. Okay, ich habe mal so einen Schwerkraftanhänger gebaut. Eigentlich ganz funny. Ich bin heiß, ich muss kacken. Ich bin heiß drauf, ich muss scheißen. Ich bin der Rudi. Rudi Hotchisse. Rudi Hotchis, der Schauspieler. Hotchissen. Ja, gibt's da diesen, ne? Den Hotchissen. Ich sehe nicht. Wenn du Sven Hutchison oder was? Joshua oder sowas, glaube ich, heißt er, oder? Joshua Hutchison, Alter. Joshua Hutchison. Hutchison, ey. Jo, der alte Joshua Hutchison, ey. Pfunzke Schauspieler. Ja, Pfunzke, du. Den hab ich mal getroffen, ne? Der hat mir Ohrfeigen gegeben, Watschen. Hat er mir Watschen gegeben, ey. Das war geil. Richtig schön. Ausgebrochener CPU haben wir auch noch nicht gehabt. Eine modifizierte Version. Hast du jetzt mit dem Würfel irgendwas gebaut? Ja, ein Ding. So ein Anhänger. Wir brauchen noch so einen. Aber der war ja so Gravitationswürfel, der war ja so einzeln in so einer Kammer. Ja, aber die werden doch nicht nur einen einzelnen Gravitations... Aber wir könnten dann mal was ausprobieren. Wo bist denn? Da. Könnte ich gehen mal eben kacken? Weil dann kannst du vielleicht in das Loch oben hüpfen und gucken, ob da der Gang ist zu der... Stimmt. Zu der Tram. Warte. Kacke eben noch. Ich bin jetzt quasi ein Superheld, ne? Oh, ich habe hier noch schmutziges Wasser. Moment, das wollte ich noch einen Filter machen, mir frisches Wasser mitnehmen. Ich mache auch frisches Wasser. Verringert den Schaden geringfügig, zieht aber die Aufmerksamkeit eines unerwünschten Gastes auf sich. What? Ich hab irgendwie so... Guck mal, hier. Bitte. Ach, das ist... Dann kommt der Typ. Nee, heb ich nicht auf. Nee, nur wenn das ist. Nur wenn das ist. Kann man das braten? Kannst du wahrscheinlich eine Suppe draus machen. Weiß ich nicht. Nee, kann ich aber auch nicht kochen. Perhaps I'm getting a little too endothermic. So, wo soll ich denn jetzt springen? Warte. I perceive a distinct lack of snacks. Ja, ja, Snacks hole ich mir gleich. Wo bist du denn hingelaufen? Ich bin bei dem hier, Ladegerät. Ich mach ganz kurz noch meinen Becher. Moment, ich hab keinen Becher voll. Für den Fall der Fälle. Auch noch ein bisschen. Einen schönen Schmalzbecher, weißt du? Wir brauchen auch noch Chemikalien, ne? Ja, die haben wir irgendwie liegen lassen, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, was macht man denn damit? Und jetzt sind die auf einmal super selten. Na gut, alles irgendwie ist wie mit dem Papier hier links rum. Weil jetzt habe ich nämlich beim letzten Mal, wo ich mich hier... So, hier hatte ich eine Rampe gebaut. Was ist das da? Nee, warte, ich bin andersrum gegangen wegen der Rampe, weil die Kacke stand. Kannst auch hier rumgehen. Ja, da oben bist du. Ja, aber jetzt ist. Da oben ist nochmal ein Loch in der Decke.
Siehst du das? Mhm. Ja. Bin ich drin. Weil ich komme hier nicht hoch. Ne? Hm. Und ich dachte, dass... Ich hab dieses silberne Eisending. Nee, geht nicht. So, ich bin durch. Dahinter befindet sich ein Schutzhelm. Bin ich denn jetzt? Oder komm doch mal zurück und wirf mir den Anhänger runter einfach. Geht das nicht? Warte, warte, warte. Bin irgendwo durchgefallen. Ach nee, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Okay. Schade, ich dachte, dann kommt man vielleicht... Ich komm da raus, ich komm einfach nur raus bei der Tür, wo wir schon waren. Ich bin im Schwimmbad quasi rausgekommen. Hier, dreh dich um. Ja. Da bin ich. Aber schade. Da ist nochmal was, wo man vielleicht hin kann. Kann ich mir noch angucken, aber ich glaube, da sind wir irgendwann auch schon runtergefallen. Ich glaube, es ist auch am Ende nichts. Ey, hier auch spitze Waffen. Ich level die irgendwie gefühlt gar nicht mehr. Nee, ab einem gewissen Punkt bist du da. Nee, das ist Silo-Ding. Das ist Silo 3. Da waren wir auch schon. Ja, da waren wir schon. Ich guck mal kurz oben, aber... Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Nee, da waren wir auch schon. Jetzt bin ich einfach nur da, wo der Fahrstuhl normalerweise wäre. Ah ja, okay. Ist hier Salz zufällig irgendwo? Ne. Na, hier oben gibt's wenigstens ein bisschen... verschiedene diverse Öle. Salzsäure habe ich gefunden. Säure ist immer gut. Nochmal Salzsäure, nochmal Papier. Ist ein nettes kleines Lager. Amboss gibt's ja auch noch. Schrauben. Amboss auch gut. Der gibt nämlich 20 Metall, wenn man den zerlegt. Es lohnt sich richtig. Boah, die Folge ist schon wieder rum. Nein! Boah, Alter, ich werde hier angegriffen. Ey, hier oben gibt's richtig viel Salzsäure. Sehr gut, nimm mit. Säure ist what we need. Säure! Aber das verstehe ich nicht, dass du nicht aus Salz und Säure halt, oder, ne, also, oder dass du aus der Salzsäure den nicht irgendwie... Kabine. Aber diese Super Mario-Fähigkeit ist schon ganz nett. Oh nein, ich bleede. Auch noch ein paar Säuren drin in der Küche, warum auch immer. Ich teleportiere mich heim. Ah, oh, das schmeckt. Oh, schnell ein Pflaster drauf, ne? Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten pflasterreichen Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss! Pflasterzaster!